So Leute, ab geht's jetzt in neba.com. Wenn ihr PSN-Guthaben haben wollt, wenn ihr ein PS Plus, PS4-Spiel haben wollt, wenn ihr PS Plus für ein Jahr haben wollt, geht auf die Seite, gebt den Code Chappy ein. Ihr bekommt 3% Rabatt. Ihr zahlt für eine Karte ohne Rabatt schon weniger, als wenn ihr sie über den PlayStation Store kauft. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Es ist endlich soweit. Nach 3 Tagen Gesuchte, ich habe mittlerweile, glaube ich, 14 Spielstunden, fängt das Game tatsächlich an, etwas in die Richtung zu gehen, wie ich mir das ungefähr vorstelle. Ich habe so mittlerweile meine Klasse entdeckt, die ich euch auch heute präsentieren werde, die mit Abstand die beste OP-Klasse ist, die ihr aktuell spielen könnt. Und natürlich, ihr wisst es, ist es die M4. Die M4 ist die mit Abstand beste und stärkste Waffe in dem Game. Ich habe jetzt 1-2 Leute gesehen, die da Videos zu machen und da irgendwelche Klassen-Setups vorschlagen, weil sie gerade erst freigeschaltet haben. Und ich habe das Gefühl, dass viele gar nicht wissen, um was es da in dem Klassen-Setup insgesamt wirklich geht. Es gibt so ein paar Tipps und Tricks, wie ihr das Ganze auf ein ganz anderes Level bringen könnt. Und ich habe jetzt meine ersten Runden mit 60 Kills und mehr geschafft. Das seht ihr jetzt auch im Hintergrund. Es geht langsam in die Richtung. Ich habe auch nicht gedacht, dass man hier mehr als 50, 60 Kills in der Runde schaffen kann, aber es ist tatsächlich möglich. Ihr müsst euch unglaublich an dem Spiel orientieren. Ihr müsst unglaublich viele Dinge bedenken. Ihr müsst ein bisschen Glück dazu haben. Da gibt es so viele Dinge, die dazu spielen. Aber wenn ihr auf dem Weg dazu seid und ihr habt das Gefühl, dass ihr es mit den Streaks hinbekommt, dann funktioniert das auf jeden Fall. Ich möchte euch heute meine Klasse vorstellen. Da geht es nicht nur um die Waffe an sich, sondern um alles, was dazugehört. Welche Feldaufrüstung, welche Streak, welche Perks, ob Spezi-Bonus oder nicht, oder. Das Ganze, ihr seht das auch so im Hintergrund, ist jetzt gestern erst aufgenommen worden. Ich habe seitdem so viele Sachen, die ich euch gerne zeigen möchte. Aber dadurch, dass man halt auch immer wieder zwischendurch Runden hat, bei denen man eher so ein bisschen Schreianfall bekommt, ist das Ganze jetzt sozusagen für euch nochmal entspannt dargestellt, ohne meine Reaktion währenddessen. Glaubt mir, es ist auf jeden Fall besser, weil so viel Schreien kann ich gar nicht rauscutten. Die Leute bewegen sich tatsächlich in diesem Spiel absolut gar nicht. Und ihr braucht Klassen, die euch ermöglichen, trotzdem Kill zu machen, trotzdem sie zu outplayen. Und das geht, weil die Time to Kill so kurz ist, nicht so einfach, wie man das vielleicht aus anderen Spielen kennt, aber es ist auf jeden Fall möglich. Damit ihr richtig, richtig erfolgreich sein könnt, solltet ihr definitiv aktuell auf die M4 setzen. Das ist definitiv die beste Waffe im Game. Der beste Schaden, die beste Mobilität und die Aufsätze sorgen dafür, dass wir sie noch besser machen können. Bei der Mündung, Leute, ich werde euch genau erklären, warum wir die Aufsätze nehmen, damit ihr versteht, warum das Sinn macht. Bei der Mündung brauchen wir gar nichts, denn selbst wenn der Gegner eine UAV, also eine Drohne hat und ihr einen Schalldämpfer habt, werdet ihr trotzdem auf dem Radar angezeigt. Das heißt, den Schalldämpfer könnt ihr euch sparen. Beim Lauf wollen wir eins haben. Wir wollen ZV-Geschwindigkeit, wir wollen Mobilität, Bewegungstempo und Sprint-Out-Time verbessern. Zwei davon werden hier gemacht. Das heißt FFS, 11,5 Zoll Kommando, Aufsatz, Mündungslauf, wie ihr es nennen wollt, plus ZV-Geschwindigkeit, sorgt dafür, dass ihr schneller im Scope seid, nehmt ihr. Hier muss man später gucken bei Level 70, ob das vielleicht noch sinnvoll sein kann. Das hier hat viele Vorteile, aber nichts davon, was wir brauchen. Ihr braucht keinen Laser. Ich hatte Sprinten zum Feuertempo ist ein Plus, Präzision aus der Hüfte auch, aber wenn ihr weiter seid, braucht ihr den nicht mehr, weil ihr andere Aufsätze habt, die wichtiger sind. Das heißt, das hier könnt ihr lassen, es macht nicht so viel Sinn. Hier steht zwar ZV-Geschwindigkeit, ändert aber tatsächlich, ich habe es geprüft, nichts. Beim Visier habt ihr 3 Möglichkeiten. Ihr könnt ohne Visier spielen, ihr könnt mit dem GI Mini Rotpunkt Visier spielen oder ihr spielt mit dem Standard Reflexvisier, mit dem ersten. Da steht minus ZV-Geschwindigkeit, aber Exclusive Ace hat das ausprobiert und es wird nicht verringert. Das heißt, ihr könnt mit Visier spielen, ich spiele gerne damit, ich finde es besser als ohne. Bei Schaft wollt ihr ohne Schaft spielen, das ist ein Aufsatz tatsächlich. Ihr seht, Zielstabilität und Gehgeschwindigkeit bringt uns nicht so viel. Bewegungstempo und ZV-Geschwindigkeit ist ein Plus. Definitiv ohne Schaft spielen, ich werde das Ganze aktualisieren, wenn die Waffen ein bisschen gepatcht werden. Bei den Extras habe ich lange Zeit Fingerfertigkeit oder Aufklärung gespielt. Ich bin aber gegen beides, weil ich mit der Aufklärung keinen großen Vorteil habe und Fingerfertigkeit brauchen wir nicht, weil wir ein 60-Schuss-Magazin reinladen können. Hier steht wieder minus ZV-Geschwindigkeit, ist aber auch unsinnig, es macht keinen Unterschied. Das erste wäre ein 50-Schuss-Magazin, das 60-Schuss-Magazin hat 10 mehr Kugeln, ist definitiv sinnvoller.
Das hier habe ich ausprobiert, das macht die ganze M4 eher zu einer MP, auch von dem Kaliber der Munition. Hat sich für mich nicht gut angefühlt, hat sich nicht gelohnt, lass die Finger davon. Beim Griff, das ist jetzt das Wichtigste. Aktuell habe ich noch den gummierten Griffband, oder das gummierte Griffband. Jetzt in einer Stufe habe ich Level 60 auf der M4 und dann kommt das gemusterte Griffband. Das ist der Griff aus der Beta, der jede Waffe deutlich besser macht. Ihr Sprint-Out-Time wird besser und die ADS-Time wird besser. Das heißt, wenn ihr die M4 spielen wollt, geht darauf, dass ihr dieses gemusterte Griffband früh genug bekommt, sprich schnell zu Level 60, dann habt ihr das. Das ist eine der wirklich für mich besten Klassen, die es überhaupt gibt. Dazu habe ich das Kampfmesser als Zweitwaffe und nicht irgendwie ein Raketenwerfer oder eine Pistol, weil ihr mit dem Kampfmesser in der Hand schneller laufen könnt. Und gerade ich, der sehr gerne rusht, ist es sehr angenehm, in diesem langsamen Movement, was man hat, eine Möglichkeit zu haben, ausnahmsweise mal schneller zu laufen. Das heißt, nehmt das Kampfmesser mit. Bei den Extras. Sobald ich Zusammenflicken freigeschaltet habe, ihr seht das rechts oben bei mir in der Leiste, ich bin fast zu Level 42. Sobald ich das freigeschaltet habe, ist Zusammenflicken mein Perk to go. Verzögerung der Gesundheitsregeneration wird beim Abschuss um 3 Sekunden reduziert. Das heißt, wenn jemanden killt und ihr seid vielleicht weak, dann heilt ihr euch automatisch schneller. Dazu Hardliner oder, wie ich euch das gesagt habe, Abschusskette. Ihr könnt wirklich hin und her switchen, was euch lieber gefällt. Wollt ihr auf High-Streaks gehen, nehmt Abschusskette, wollt ihr auf kleinere Streaks gehen, nehmt Hardliner. Punktefreund kann ich euch später absolut, und da gehe ich auch im Video nochmal drauf ein, empfehlen, wenn ihr Herrschaft oder Hauptquartier spielt. Ihr bekommt dann extra Punkte, wenn ihr etwas einnehmt oder. Und hier, für mich ganz klar, aufdrehen. Solange Totenstille kein Perk ist, will ich Totenstille so oft wie möglich als Feldaufrüstung haben. Und aufdrehen sorgt dafür, dass wir es 33% schneller bekommen. Bei den Primärsachen. Ich weiß, ich werde für die Claymore gehasst. Aber wenn sie stark ist und jeder nutzt sie, bin ich doch nicht dumm und nutze sie nicht. Das heißt, ihr könnt Claymore nehmen, ihr könnt auch C4 nehmen, wenn ihr Bock habt. Später werde ich hier auch nicht mehr wechseln. Wenn sie irgendwann schlechter gemacht wird, kann ich auf C4 wechseln. Ihr kennt das aus Black Ops 3, Shabby und C4, passt einfach. Und als Taktik habe ich aktuell die Blendgranate. Sobald ich Stimshot freigeschaltet habe, wird es Stimshot sein, weil es einfach cool ist, gerade wenn man zwischendurch wieder auflädt, man kann sich schneller heilen, man kann schneller wieder im Gunfight sein, das macht deutlich mehr Spaß. Bei den Streaks, bei den Abschussserien, das hier ist im Prinzip das, was ich für die kleinen Streaks empfehle. Die Drohne, gerade mit Hardliner zusammen, der Präzisionsluftschlag und der VTOL Jet. Wenn ihr das Perk nehmen wollt, dass ihr die Abschussserie miteinander verknüpfen könnt, dann nehmt ihr das hier raus, nehmt den VTOL Jet und knallt da etwas von diesen drei Sachen rein. Verbesserte Drohne, Kampfflugzeug, Helikopterunterstützung oder Helikopterschütze. Das hier mache ich sehr gerne, weil der von alleine fliegt, er macht aber nicht so viel Kills. Deswegen warte ich drauf, dass ich den Hater bei 48 habe. Und dann werde ich nur noch Hater, VTOL Jet und Drohne spielen. Für mich definitiv die beste Kombi. Bei den Feldaufrüstungen, da komme ich auch gleich nochmal zu, ihr seht das rechts, ab Level 45 habt ihr die Möglichkeit, dass ihr Feldaufrüstung Pro bekommt. Was das heißt, seht ihr gleich noch im Video. Aktuell sonst Totenstille, absolut das wichtigste Perk schlechthin. Und hier ist nichts mehr. Ganz viel Spaß mit dem Video weiter, ich erkläre euch alles. Das ist definitiv die Klasse, die ich euch nur so empfehlen kann, die ihr unbedingt nehmen solltet. Ihr müsst etwas vorsichtiger spielen, ihr müsst etwas mehr aufpassen, was ihr macht, wie ihr spielt. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die ihr auf jeden Fall bedenken solltet. Das allererste, wenn ihr die richtige Klasse habt, sprich, ihr habt ja gesehen, welche. Es gibt zwei Maps, bei denen ich euch nur empfehlen kann, dass ihr einfach direkt rausgeht, weil diese Maps unspielbar sind. Das erste ist Piccadilly Circus. Diese Map ist der absolute Rotz, wirklich der absolute Rotz. Ihr werdet einfach nur direkt gespawntrap, was echt übel ist. Und wenn ihr da gespawntrap werdet, kommt ihr da auch nicht mehr raus. Schön ist das nicht, deshalb kann ich euch nur empfehlen, Piccadilly Circus einfach direkt rausgehen. Die Spawns funktionieren nicht, ihr spawnt immer ganz am Ende von eurer Flagge, das ist absolut schlimm und nervtötend. Das ist das Erste. Das Zweite, wie ich es euch eben schon gezeigt habe, wenn ihr auf Streaks gehen wollt, ist das Hilfreichste, was ihr habt, wenn eine Streak oben in der Luft ist. Das heißt, ihr könnt entweder volles Risiko mit dem Spezi-Bonus spielen, aber da kann ich euch nur sagen, das ist wirklich nur sinnvoll, wenn ihr dann wirklich in einer großen Party spielt. Wenn ihr alleine spielt oder einfach nur mehr Kills haben wollt, nehmt unbedingt
entweder Hardliner oder Abschussserie. Das ist dieses Perk, was ich euch gezeigt habe. Wenn ihr dieses Perk nutzt, habt ihr den riesen Vorteil, dass ihr zum Beispiel eine Drohne mitnehmen könnt, den VTOL Jet, der sehr, sehr stark ist mit 8 Kills. Und wenn ihr den habt, könnt ihr als 12. Streak oder als 3. Streak mit 12 Kills den Hater nehmen oder das Kampfflugzeug. Mit diesem Perk ist es nämlich so, dass jeder Abschuss von eurem VTOL Jet zusätzlich auf eure Killstreak-Leiste dazugeht. Und ihr dann, wenn ihr mit dem VTOL Jet 4 Kills macht, ihr euren Hater sozusagen habt. Oder euer Kampfflugzeug, oder. In diesem Spiel macht es überhaupt keinen Sinn, komplett rein zu rushen. Das heißt, wenn ihr die Möglichkeit habt, spielt etwas passiver, ohne dabei stehen zu bleiben. Ihr müsst wirklich bedenken, das ist die Meta von dem Spiel. Die Entwickler wollen, dass so gespielt wird. Aber wenn ihr dann die Möglichkeit habt, richtig Punkte zu sammeln, weil eure Streaks gerade oben sind, dann habt ihr die Möglichkeit, richtig viele Kills zu machen. Und zwar ohne Probleme, ohne Kopfschmerzen. Wir spielen hier zum Beispiel jetzt im Hintergrund Hauptquartier. Das ist halber Modus Stellung im Prinzip. Mir gefällt er eigentlich ganz gut. Ich habe noch nicht ganz kapiert, wie man da die Punkte bekommt, aber das ist in Ordnung für mich. Ihr braucht nicht volles Tempo gehen, wenn ihr ordentlich spielen wollt. Aber wenn ihr Bock drauf habt, dann könnt ihr mit der Klasse, die ich euch gezeigt habe, definitiv was reißen. Dazu kommt, dass ihr euch bei den Streaks genau überlegen solltet, was ihr wollt. Wenn ihr eher kleinere Streaks haben wollt, ihr bekommt sie sowieso nur einmal pro Leben, aber ihr sterbt ja relativ häufig, also kann man auch kleinere Streaks wählen und die öfter bekommen. Dann nehmt definitiv die normale Drohne, die persönliche Drohne bringt überhaupt nichts. Sie ist einfach nur nervig, laut und die Gegner können sehen, wo ihr den ganzen Kram habt. Dazu nehmt ihr immer den VTOL Jet, das ist die stärkste Streak im Game für mich bisher. Und wenn ihr denn eine kleine Streak haben wollt, nehmt ihr noch den Mörserschlag und dieses Perk Abschussserien. Das hilft euch definitiv dabei, dass ihr die Möglichkeit habt, diese Streak schneller zu erreichen. Wenn ihr könnt, spielt in der Party. Ihr habt ja schon gesehen, dass es hier wirklich kein Game ist, wo man allein gegen 4-5 Leute was ausrichten kann. Ich habe bei den CWL-Leuten gesehen, dass es so ein paar Momente gibt, wo die schon ganz klatsch gespielt haben, also 1 gegen 3, 1 gegen 4. Das ist möglich, wenn man bedenkt, dass die Time to Kill so schnell ist, aber es ist trotzdem sehr riskant. Das heißt, spielt in der Party, wenn ihr könnt, ladet 2-3 Freunde ein und ich kann euch nur empfehlen, spielt Herrschaft oder Hauptquartier. Sowas wie Kill Confirmed, also Abschluss bestätigt, gibt es aktuell leider noch nicht. Ich weiß nicht ganz warum. Es gibt sowas wie Stellung noch nicht, also es funktioniert zumindest nicht so, wie es sein soll. Guckt, dass ihr Power Positions bekommt. Ihr seht das im Hintergrund. Ihr könnt ein nach dem anderen abzwacken. Habt immer eine Drohne unterwegs. Drohnen sind das Hilfreichste in diesem Game, was ihr haben könnt. Und ich habe festgestellt, dass sehr wenig Leute mittlerweile mit Geist spielen. Das ist angenehm, Geist ist auch völlig überpowered, aus dem einfachen Grund, dass Geist immer funktioniert, egal ob ihr steht, euch bewegt, lauft oder sonstiges. Guckt darauf, dass ihr eure Waffen hochlevelt. Die Aufsätze, die ich euch gezeigt habe, gibt es natürlich erst bei Level 60 insgesamt, sodass ihr alles habt, was ihr haben wollt. Aber wenn ihr die Waffen hochgelevelt habt, werden sie deutlich, deutlich besser. Ihr müsst wirklich darauf achten, dass ihr eure Waffe, die ihr haben wollt, so freigeschaltet habt, dass ihr die Aufsätze drauf tun könnt, die zwei Dinge reduzieren, die beiden wichtigsten. Und das ist die ZV-Geschwindigkeit und Sprint zum Feuertempo. Das ist im Prinzip Sprint-Out-Time, das heißt vom Sprint bis ihr schießen könnt, wie schnell seid ihr damit. Und ihr seht das im Hintergrund, ich pick einen Gegner nach dem anderen, weil eine Streak in der Luft ist und die Gegner davon teilweise angegriffen werden, teilweise abgelenkt sind, habt ihr den Vorteil damit, dass ihr viel einfacher Kills machen könnt. Das ist wirklich sinnvoll, wenn ihr eine Streak am Himmel habt, dass ihr dann ein bisschen pusht. Es ist dadurch nicht ganz so laut, beziehungsweise es ist laut, aber ihr selber könnt euch komplett darauf konzentrieren und die Gegner hören den nur, die hören den Harrier Jet, die hören den Kampfhubschrauber. Das ist wirklich, wirklich sinnvoll. Ab Level 45 bekommt ihr noch eine zweite Feldaufrüstung dazu. Das heißt, das ist Feldaufrüstung Pro, so heißt das. Ihr könnt dann zum Beispiel Totenstille mitnehmen und dazu Spezialmunitionsgeschosse, also Stopping Rounds. Oder die normale Munikiste oder die mobile Deckung, wenn ihr sie haben wollt. Da habt ihr die freie Auswahl, was ihr haben wollt. Dann könnt ihr immer, wenn es aufgeladen ist, eins von beiden nehmen, je nachdem, was gerade hilfreich ist.
Ich erwarte ehrlich gesagt, dass jetzt in den nächsten Stunden, spätestens im nächsten Tag, die Fußschritte auch deutlich leiser gemacht werden. Das heißt, vielleicht kann man dann zeitweise sogar auf Totenstille verzichten. Oder sie bringen Totenstille, das wäre mein Vorschlag, als Perk rein. Und zum Beispiel KRD, dass man gegen Sprengminen und so, also als Flag Jacket ein bisschen geschützt ist, als temporäre Feldaufrüstung. Würde ich total cool finden, weil man sie zwischendurch aktivieren könnte. Und Totenstille, ich finde, in einem COD sollte es so sein, dass die Schritte von einem nicht gehört werden. Ihr dürft euch nicht dabei ertappen, dass ihr andauernd im Doppelsprint irgendwo hinlauft und euch dann wundert, dass ihr den Gunfight verliert. Der Grund dahinter ist einfach, dass die Sprint-Out-Time nach dem Doppelsprint absurd schlecht ist. Das bedeutet, genau aufpassen, was ihr da macht, genau aufpassen, wann ihr diesen Doppelsprint nutzt und wie schnell ihr damit seid. Ich hoffe, das hat euch heute alles soweit geholfen für die beste Klasse, die es meiner Meinung nach aktuell gibt. Ich lasse das Gameplay für euch so weiterlaufen, damit ihr noch ein bisschen bis zum Ende sehen könnt und seht, wie geil die Runde eigentlich war, wie viel Kills ich noch gemacht habe. Lasst auf jeden Fall ein Like da, Leute. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Ich freue mich über den Support. Vielen, vielen Dank. Ich bin raus. Hauptquartier irgendwie.